Willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty The Dark Side. Wir haben letztes Mal ein Elfenkostüm und Schminke erhalten beim Zirkus von Monteville und probieren jetzt da die Soldatenwache zu täuschen, dass wir ein elfischer Botschafter sind, dass wir endlich in die Burg reinkommen. Schauen wir mal, ob uns das gelingen wird. Ha! Was soll diese Maskerade? Habt ihr euch in letzter Zeit mal im Spiegel gesehen? Ein Nichtmensch mit einem angemalten Gesicht und einem grünen Elfenkostüm. Meine Freunde würden mir das nie glauben. Ha, verschwindet sofort, ehe ich wütend werde. Hätten wir einen Spiegel, dann würdet ihr es ohne Erklärung verstehen. Ihr seht scheußlicher aus als eine Vogelscheuche. Als ob jemand aus Spaß euer Gesicht mit Farbe angemalt hätte. Ich vermute, ihr solltet jemanden suchen, der sich sehr gut mit Gesichtsbemalung auskennt. Versucht, einen Spezialisten zu finden. Warum habt ihr mir nicht schon früher gesagt, dass ich wie eine Vogelscheuche aussehe? Aha, ich denke schon wieder, dass der Zirkus-Maskeradenmeister uns da jetzt vielleicht weiterhelfen kann. Und bei mir ist da die Fliege des Grauens in die Wohnung reinkommen und nervt meine rechte Hand. Ich hasse Fliegen. Reden wir noch einmal mit Julia. Seid gegrüßt, Dad. Wie kann ich euch helfen? Ich habe ein paar Probleme mit eurer Schminke. Warum? Es tut mir leid, aber ich kann mich jetzt nicht um eure Schminke kümmern. Ich habe ein viel größeres Problem. Der hiesige Baron hat mir schon ein paar Mal den Hof gemacht, aber irgendwie konnte ich die Sache immer abtun. Aber jetzt belästigt er mich grob und ungeniert. Ich habe Angst vor ihm, aber weder mein Vater noch mein Elefant können mich beschützen. Der Baron hat einen großen bewaffneten Trupp voller Mörder, aber mein Elefant hat nur stumpfe Hauer und mein Vater leidet an Rheumatismus. Macht euch keine Sorgen, ich werde die Sache regeln. Oh, das ist mehr unsere Sache. Dem aufs Maul geben. Ist es er gewesen? Haltet euch von der jungen Zirkusartistin fern. Fort mit euch! Ich werde meine persönlichen Angelegenheiten nicht mit einer nichtmenschlichen Kreatur der Dunkelheit besprechen. Baron de Bonton besitzt alles auf dieser Insel. Ich warne euch, die Zirkusartistin Julia steht unter meinem persönlichen Schutz. Vergesst das nicht und stört sie nicht. Aha, nicht aufs Maul geben. Ihr müsst euch um den Baron keine Sorgen mehr machen. Ich bin euch sehr dankbar. Ohne euch hätte ich nicht einmal gewusst, was ich tun sollte. Vielen Dank, Dad. Julia lächelt, aber du kannst sehen, dass sie immer noch etwas nervös ist. Ihr wolltet etwas mit mir besprechen, oder? Ich habe ein paar Probleme mit eurer Schminke. Warum funktioniert sie nicht? Ihr müsst wissen, wie man mit Schminken umgeht. Wenn ihr euch einfach Farbe ins Gesicht schmiert, kann dabei nichts herauskommen, außer ein schmutziges Gesicht. Aber leider kann ich euch damit nicht helfen. Ich habe keine Ahnung, wie man mit Schminke umgeht. Ich kann nur auf dem Hochseil tanzen, Saltos schlagen und in einer Pantomime darstellen. Und ich glaube nicht, dass mein Vater zustimmen wird, euch zu schminken. Könntet ihr mir noch etwas Schminke besorgen? Leider nicht. Mein Papa hat gemerkt, dass etwas Schminke verschwunden ist und hat jetzt ein schweres Schloss aufgehängt, um das Zeug zu beschützen. Ich kann ihn nicht dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Er hat sowieso schon vor jedem hier Angst und wird es sicher nicht riskieren, einem Nichtmenschen zu helfen. Wartet einen Augenblick. Ich erinnere mich da an etwas. Es gibt einen Maler, der an der Küste hinter dem Leuchtturm lebt. Er ist so süß und lustig. Einmal ist er in unserer Vorstellung gekommen und hat laut geklatscht. Danach ist er zu mir gekommen und hat mir versprochen, mich zu porträtieren. Da er malen kann, kann er auch bestimmt das Gesicht anmalen. Danke, ich werde dem Maler einen Besuch abstatten. Ah! Schön langsam schließt sich der Kreis. So hilft uns jetzt also der Maler da am Hafen unten, weil der war bis jetzt auch eher ein bisschen sinnbefreit. Ich freue mich, euch wieder in meinem bescheidenen Atelier zu sehen, Sir Dad. Was kann ich für euch tun, mein lieber Freund? Ich habe immer davon geträumt, einen Künstler kennenzulernen. Oh, wirklich? Ich bin so froh, das zu hören. Es ist wunderbar, dass ich euch für meine Arbeit interessiert. Kennt ihr euch mit Kunst aus, Sir Dad? Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Es ist mir eine große Freude, einen wahren Kunstkenner zu treffen.
Die Bewohner von Monteville interessieren sich überhaupt nicht für Kunst. Sie sind ignorant und ungehobelt. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich in ihrer Nähe bin. Aber leider kann man sich seine Nachbarn nicht aussuchen. Um ehrlich zu sein, machen mir die Einheimischen ein bisschen Angst. Ihr habt Angst vor euren Nachbarn, aber warum? Ich habe den Traum, Axtmodelle zu malen, versteht ihr? Nacktheit ist schön, findet ihr nicht? Aber in der grausamen Realität meines Lebens hat sie keinen Platz. Wenn meine ignoranten Nachbarn das herausfinden, brennen sie vielleicht sogar mein Atelier nieder. Eines Tages haben sie mich in einem Gasthaus verprügelt, als sie hörten, dass ich eine gewisse Dame bat, mir Modell zu stehen. Nun, was führt euch zu mir? Könnt ihr mich schminken? Leider ist das unmöglich, Sir Dirt. Erstens habe ich keine Erfahrung mit der Gesichtsmalerei und zweitens sind meine ausgezeichneten Farben für diese Aufgabe nicht geeignet. Man bräuchte spezielle Gesichtsfarben, die in Monteville nicht verkauft werden. Ach, was für ein Jammer. Wartet, ich habe eine Bitte an euch. Es war immer mein Traum, nichtmenschliche Damen zu porträtieren. Wisst ihr, was ich meine? Eine Elfin oder eine Zwergin? Ich bin mir sicher, dass ihr viele nichtmenschliche Damen kennt. Könntet ihr mich ihnen empfehlen, damit ein paar von ihnen vielleicht zustimmen, mir Modell zu stehen? Ich werde versuchen, etwas für euch zu arrangieren. Danke sehr, Sir Dirt. Oh, wartet, eine Sache wäre da noch. Könntet ihr bitte dieses Porträt von Julia aus dem Wanderzirkus mitnehmen? Ich bin mir sicher, dass ihr irgendwann bei ihr vorbeikommt. Ich werde das Porträt mitnehmen. Wir sehen uns. Okay, haben wir jetzt ein Gemälde erhalten. Plus 1 Moral für alle männlichen Menschen, ausgenommen Diener des Lichts. Aha. Das wäre so ein Artefakt, was wir jetzt da mitnehmen könnten. Rüsten wir es mal aus, weil da oben ein Platz frei ist. Tja, jetzt gesagt, gehen wir noch einmal zu Julia. Und ansonsten fällt mir eigentlich momentan nur ein, dass wir vielleicht mit Camilla der Vampirin reden, dass die vielleicht Modell stehen will für den Maler. Das wäre ja auch ein Nichtmensch. Zwar eine Vampirin, also gerade Zwergin oder Elfin, aber eben eine Vampirin. Oh, Julia ist nicht mehr da. Dirt, ich bin so froh, euch über den Weg gelaufen zu sein. Ich brauche dringend eure Hilfe. Rettet bitte mein kleines Mädchen. Ich werde ewig in eurer Schuld stehen und alles tun, was ihr von mir verlangt. Aber bitte rettet meine Tochter Julia. Ich flehe euch an, rettet sie. Was ist passiert? Baron de Bonton kam mit seiner Wache zu uns und nahm Julia gegen ihren Willen zur Burg mit. Mein Elefant und ich konnten nichts gegen die bewaffneten Soldaten ausrichten. Sie haben mir das Bein gebrochen und meinen Elefanten noch schlimmer verletzt. Sie haben seinen Rüssel mit ihren Spießen durchbohrt. Ich habe mich vergebens beim König beschwert. Sie meinten, ein Aristokrat hat das Recht, jeden Bürger zu lieben, unabhängig davon, was die Eltern denken. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich werde Julia retten. Oho! Gehen wir doch wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nach. So, jetzt gibt's aufs Maul. Wo ist die junge Zirkusartistin? Ist sie in eurer Burg? Das geht euch nichts an, nicht Mensch. Verschwindet, ehe euer Kopf von eurem Körper abgetrennt wird. Alle Länder im Osten der Königsburg gehören mir. Was auch heißt, dass alle in meinem Ländern mir gehören. Egal wer es ist, Zirkusartisten, Bauern, Kühe oder Frösche. Wenn ihr bei drei nicht aus meiner Burg verschwunden seid, dann werde ich euren Kopf abhaken und bei den Mauern ausstellen. Wir werden sehen, wer hier den Kopf verlieren wird. Verteidigt euch! Oh, oh, ba 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 bam bam bam. Ram bam 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 bam. Ja, schaut gut aus. Auf geht's, Seuche. Und Feuerball. Vielleicht eher so rein, ja. Dann den Feuerball da rein. Davor, ja, es scheint ein relativ einfacher Kampf zu sein. Stufe 10, 8, 3 und 6. Der scheint nicht allzu stark zu sein, der Typ. So, schwarzes Loch. Benutzen wir das einmal.
Ja, da rein. Schauen wir es uns mal an. Ah, das zieht die dann sogar noch an die Stelle hin. Das ist irgendwie ganz schön cool. Das hat was. Dann den Feuerball. Dann sind die da weg. Dann da. Dann sind die ganzen Fernkämpfer schon einmal beseitigt. Ja, und jetzt gibt es einmal da diese... Oh nein, da sind nur Fernkämpfer. Und jetzt haben wir die Nahkämpfer. Das sollte der Kampf eigentlich schon gewesen sein. Wunderbar. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Dirt. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Wenn ihr nur ein bisschen später gekommen wärt, wäre etwas Schreckliches passiert. Julia wischt sich die Tränen ab. Ich werde zu meinem Papa gehen und ihm... Oh, ihr hättet sie trauriger lesen müssen. Oh, danke, dass ihr mich gerettet habt. Aber ja, ungefähr so. Ich werde zu meinem Papa gehen und ihm diese gute Nachricht überbringen. Kommt mich später wieder besuchen. Ich muss mit dem Baron reden. Wie konntet ihr mich besiegen? Ich bin ein Held, der in ganz Motteville bekannt ist. Sogar die königlichen Wachen und Plünderer fürchten mich. Es hat noch niemand zuvor gewagt, gegen mich zu kämpfen. Ich weiß nichts über euch. Ihr wisst nichts über mich? Wie kann das sein? Ich bin immerhin ein berühmter Held. Ich kommandierte die Truppen der Elite-Scharfschützen im Kampf um die steile Schlucht, was mir großen Ruhm einbrachte. Und später im Kampf um den Roten Fels waren es meine Truppen, die siegten, als alle Generäle dachten, der Kampf wäre verloren. Ich bin hier allen bekannt. Ich bin der berühmteste aller Soldaten, alte Soldat in Motteville, und die Wachen des Königs haben mir immer den Geheimcode gesagt, damit ich den König jederzeit besuchen kann, nur um seinen Dank zu hören. Und welcher Geheimcode wird jetzt verwendet? Nun, um ehrlich zu sein, haben sie mir seit 5 Jahren keine Geheimcode mehr genannt, aber der letzte von damals war irgendetwas mit Axel oder Maxel. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber damals gab es auch geheime Codes. Na gut, ich muss jetzt euren Kopf abhaken und weitergehen. Wartet, ich kann euch nützlich sein. Ich biete euch meine Freundschaft an. Was könnt ihr? Um ehrlich zu sein, wurde mir der Krieg vor langer Zeit schon zu langweilig. Ihr müsst euch also selbst um die militärischen Angelegenheiten kümmern, aber ich habe andere nützliche Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten? Nun ja, nicht allzu viele, aber ich kann gute Gedichte schreiben, kurz oder lang. Außerdem liebe ich Frauen über alles und sie lieben mich. Aber vielleicht glaubt ihr mir das nicht, nachdem was mit der Zirkusartistin passiert ist. Fragwürdige Fähigkeiten, wenn ich ehrlich sein soll. In Ordnung, kommt mit mir mit und helft mir einfach bei allem. Versucht mich dabei nicht zu verärgern. Dirt, fragt den Baron, ob er einheimisches Kriegsveteranen kennt. Sie könnten euch von Nutzen sein. Welchen der alten Soldaten kennt ihr? Ich kenne jeden in Motteville, der jemals eine Waffe getragen hat. Zum Beispiel Paul von Garonne, einen hiesigen Schmied. Er diente in meiner Armee im Kampf um den Roten Fels. Damals war er noch kein Schmied, sondern nur ein gewöhnlicher Hellebardier. Ah, das war ein großartiger Kampf. Ihr habt mir eure Freundschaft angeboten. Jetzt müsst ihr mir helfen. Aha. Diese Burg ist schon lange verlassen. Okidoki. Ja. Jetzt haben wir da ihn auch mit dabei, den Baron Gerard. Und klingt so, als könnten wir jetzt beim Schmied vielleicht weiter vorankommen. Mit Annette und eben ihrem Onkel. Aber all das und auch, was jetzt da beim Zirkus passiert ist und wie wir da die Danksagung erhalten vom Vater von Julia, das schauen wir uns beim nächsten Part an. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.